Wieder dieselbe Hallihallo, Leier. Freunde. Was ist das denn schon wieder für eine Begrüßung? Die machen mir. Haben jetzt in der letzten Folge mein Ende Ach, kaputt gemacht? Jetzt machen sie hier meinen Anfang kaputt. Das das ist war nicht immer dieselbe abzuwarten. Leier. Es wird nicht so heiß gegessen Willkommen wie zu zurück zu kochen. Gothic 1. Das letzte Mal haben wir hier Das. das neue Lager endgültig betreten in dieser Wohnhöhle, die eigentlich ganz schick ist, wenn man sich mal das hier anguckt. Und haben uns hauptsächlich damit beschäftigt, so ein bisschen Meine Geschichte ist Sumpfkraut zu wunderbar. vertickern. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal Verlass dich auf stumpf jemanden weiter. und du. Ja, und du Drecksack, gehörst du denen, die mir jetzt die ganze Zeit dazwischen sagen? Wie sieht's aus? Oder Wie zwischen immer, labern. wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Wir reden einfach mit den NPCs, die auch keinen Namen haben. Wir wollen ja jeden zu Wort kommen lassen. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens, nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens, wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens, ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Okay, das haben wir ja schon gesehen. Die wollen uns auf jeden Fall schon mal eine Menge Erz abluchsen. Also ganz freundlich sind sie ja nicht in der Taverne. Wer hat dir das sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager. Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Ist eine schöne Idee, die einen eint. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Ja, das zeigt schon so eine kleine Andeutung auf den Weg, den man gehen muss, nur müsste, um Söldner zu werden, muss ich erst den Banditen anschließen. Kann hat dann später Möglichkeit, zu den Söldnern aufzusteigen. Aber ich schätze auch, das ist nicht sehr verwunderlich. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Jo klar, und wo finde ich? Lassen wir wie immer aus. Wir suchen uns unseren Weg. Wie viel Sumpfkraut haben wir denn eigentlich noch? Noch 2 Stängel. Hier direkt hinter dem Söldner, der uns immer zuquatscht, haben wir Blade. Der sieht nicht sehr freundlich aus. Und ich bin jetzt einfach nochmal um. Ich hoffe, das war's mit dem mit der Nachstellerei alles. Ich benenne es einmal um in Let's Play. Das ist ja schön, das sagt alles aus. Und wir reden mit Blade. Hallo Blade. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Okay. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ich will ein Söldner der Magier werden. Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Nun. Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. Ich finde es eigentlich, dass wir gar nicht so schlecht sind. Wir haben doch schon was gelernt. Brauchen unser Licht, finde ich, nicht so unter den Scheffel zu stellen, nur weil wir, naja, gegen Menschen verlieren, die uns zum Wasser tragen, verurteilen wollen.
Aber naja, das kann sich auch noch ändern. Hier haben wir noch einen Söldner. Ach, den vertickern wir auch noch ein bisschen was. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs. Ja, ja. Haben wir noch was von Sumpfkraut? Nein, wir haben das ganze Sumpfkraut tatsächlich vertickt. Sehr schön. Hey, ein neues Gesicht. Gorn. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Wir haben ja gerade von Gorn gehört, er könne uns vielleicht ausbilden, aber reden wir erst mit ihm. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Okay. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Dann schauen wir doch gleich mal bei Shrike vorbei. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Ja, bis später. Das, was uns schon gesagt wurde, dass wir erst Bandit werden müssten und erst danach zum Söldner aufsteigen können. Hier haben wir Shrike. Schauen wir doch mal, ob wir bei ihnen aus seiner Hütte prügeln können. Ach, schon alleine schöne Formulierung. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ist auch noch so. Ein ganz. Ja, ist ja gut. Ein ganz netter Geselle. Können wir nicht mit ihm reden. Langweiliger Kampf. Das ist zumindest echt ernst. Zumindest echt und ehrlich. Oh, da hat aber auch viel Zeug dabei. Heieiei. Huiuiuiuiui. Das ist eine Menge gewesen. Da sagt man doch nicht nein. Das kann man auch ein Hammer. Das können wir hier auch hämmern. Sehr schön. Hämmern wir mal an der Hütte. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Schön. Ich mag, dass man diese Kleinigkeit machen kann. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich plane das zu tun, wenn du mich weiter so provozierst. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Das wage ich ja zu bezweifeln. Hey, du! Verzieh dich, raus hier! Maul. Haben wir den gerade so übel fertig gemacht und provoziert uns noch weiter? Was ist das da für einer? Kein Wunder, dass man dem mal ordentlich was verpassen muss. Ich schätze ja mal wieder eine leere Truhe, wie sie schon aus dem alten Lager kennen. Ja, wieder eine leere Truhe, wo wir einfach Gedöns reinpacken könnten, wenn wir denn wollten. Aber wie gesagt, unendlich großes Inventar und im Faktor springt's nichts. Können wir nochmal mit Gorn reden, dass wir jetzt hier die Hütte freigeprügelt haben? Wäre schon irgendwie schön. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Tja, dann haben wir wohl den Job von Tarloff übernommen und ein bisschen früher gemacht. Ich hoffe, er nimmt das nicht übel. Und wir schauen mal, wer hier oben noch so alles wartet, mit wem wir so reden können. Söldner. Bum, bum, bum. Ah, hier haben wir doch den Tarloff, der hier Shrike noch verprügeln wollte. Können wir dem auch nochmal sagen, dass wir seinen Job übernommen haben? Kann ich da mal vorbei? Wird schwierig. Wer bist du? Ich bin Tarloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Schön.
Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Vertrauen gewinnen aus der alten Mine, Prüfung des Vertrauens. Ja, die Hinweise werden dezent gegeben, aber sie werden gegeben. Verlass dich auf jemanden und du bist. Das muss ja schon so sagen. Was haben wir oben? Ich höre gar nicht mehr. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Das klingt doch gut. Das klingt hier mal zu Lee. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Blöd, irgendwie spinnt mein Rechter manchmal so ein bisschen mit dem Ansprechen. Habe ich jetzt auch eine richtige Erinnerung, dass die uns ansprechen, wenn wir zu nahe kommen. Aber naja, wir gehen mal zu Lee. Hier haben wir Urik. Rede das mit Urik, der scheint unwichtiger. Oh Gott, das ist aber... Das ist... Können wir den was verkaufen? Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du? Ich will erst das Kraut sehen. Der sagt uns auf jeden Fall genau das gleiche wie ein normaler Söldner auch. Zumindest können wir das gleiche sagen. Ich schätze mal, sagt uns das gleiche. Reden wir lieber mit Lee. Verbringen wir unsere Zeit wohl sinnvoller. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Ja, so viel hat uns das denn auch nicht gebraucht. Im Prinzip das, was uns schon vorher gesagt wurde. Hier haben wir neben den, wenn ihr euch erinnert, magisch angehenden Fackeln von am Anfang, das Mystikum im neuen Lager, das Buch mit der Ständerseite. Können wir es antatschen? Ja, können wir. Wunderbar. Ist da irgendwas drin? Nicht? Schade. Jetzt ist die Ständerseite auch einfach weg. Blöd. Jetzt haben wir das ganze Maskottchen vom neuen Lager vernichtet. Boah, ach, ach, ach. Nee. Hier in Gothic 1 hat man sehr viele Bücher, die man lesen kann. Das ist einfach viel zur Atmosphäre beiträgt. Ich mag Bücher, die man lesen kann. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Okay, können wir eine Parole ausdenken? Nee, schade. Kann scheinbar keine Parole angeben. Und hier scheint es auch zu den Magiern hochzugeben, wie man da hinten gerade unschwer erkennen konnte. Aber wenn wir noch nicht Söldner sind, haben wir hier keinen Zutritt. Wurde uns ja schon bereits... Naja, angedroht, sag ich mal. Ein paar Minütchen haben wir noch Zeit. Sagt zumindest die Uhr. Und wir würden sagen, wir schauen nochmal ein bisschen hier rum. Dumm, dumm, dumm. Ging's eigentlich hier oben lang? Ah, hier war das. Schön. Schön, schön. Hier gehen wir auf jeden Fall mal zuallererst lang. Bevor wir jetzt uns... Ich glaube, das war's auch schon fast, wie das ja hier im... neuen Lager tun können. Wir reden hier erstmal mit Kord. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Oho, zwei Einhandstufe 2 kostet hier 50 Erz. Wir erinnern uns, im alten Lager kostet das Ganze die gleiche Stufe. Wie viel waren es? Ich glaube 150 Erz. Also würde sagen, wenn wir weiter auf Einhandwaffen gehen, sollten wir uns hier im neuen Lager trainieren lassen. Kommt uns wesentlich günstiger. Leider kommt man erst recht spät hier hin, weshalb man nicht einfach erstmal ins neue Lager schlawenzeln kann und da dann lernen kann. Das heißt, man kann schon, aber ich mag das nicht. Ich habe Sachen gerne abgeschlossen, wenn ich schon einmal da bin.
Ich finde es immer noch schön, dass man so viel Stärke bekommen kann, relativ schnell und die ganzen Scavenger platt macht. Wir haben jetzt schon, glaube ich, 40 Stärke. Warum? Ne, 50 sogar schon. Das ist eine ganze Menge. Und ich würde sagen, bis wir uns jetzt einem der Lager anschließen, könnte es sogar erstmal ausreichen. Dann erstmal schauen, ob wir vielleicht ein paar Lernpunkte sparen und dann irgendwann mal was Größeres investieren, wenn wir wissen, was wir machen. Oder erstmal ein paar Kleinigkeiten wie Akrobatik kaufen oder uns ein paar Diebestalente holen. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, Stärke haben wir jetzt erstmal genug. Eine bessere Waffe wäre wiederum schön. Das fände ich durchaus gut und angemessen. Und falls euch jetzt fragt, wo ich hingehe, das weiß ich auch noch nicht so genau. Was schade, dass hier oben auf dem Plateau nichts ist. Ich dachte, wenigstens mal so ein Kräuterchen vielleicht irgendwo. Nein? Nicht? Ja, hier ging es runter. Boah. Mich kurz erschreckt. Aber es gibt ja auch leider nichts zu finden. Aber wenn ich mich recht entsinne, kam hier noch ein relativ fieses Viech auf dem Weg. Das uns aber erst beim nächsten Mal ansehen, denn ich sehe gerade, die Zeit ist abgelaufen. Naja, das war es jedenfalls von Gothic für heute und wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Auf bald. Euer Exedo.